Orega, Oreni, On Demand, Giant, da! Willkommen, hab mir fast einen Tinnitus hier rechts verpasst. Willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Und ohne groß die Worte zu verlieren, tauchen wir direkt mal wieder ein. Und ich würde sagen, übrigens nicht Community Remix, sondern Vanilla, Binding of Isaac. Und ich würde sagen, mit wem fangen wir denn heute ein kleines Techtelmechtel an? Ich würde sagen, ohne Scheiß, ist dran. I report with my hands. Los geht's. Cheese motherfucking toast. Großartig. Wir haben ja neulich nochmal... Geht ruhig mal Cheese Toast. Cheese Toast, glaube ich, war es. Auf, Cheese Toast Bitch, eins von beiden. Auf YouTube ein. Dann bekommt ihr eine Erklärung von jemandem, warum Cheese Toast eigentlich das... Ja, das geilste ist, was es auf diesem Planeten eigentlich gibt. Und, ich habe mir das neulich nochmal angeschaut, das Video. Und da dachte ich mir so, eigentlich kann ich mir wieder Cheese Toast machen. Und hab dann leider gemerkt, dass ich keinen Schmelzkäse mehr im Kühlschrank habe. Das ist eigentlich alles, was ihr braucht. Ich meine, diese ganzen Kochshows, die euch da immer, bei denen es immer Sachen gibt, die, also die zum einen erstmal komplett bekloppt sind, davon mal abgesehen. Aber die, da sind auch immer so Sachen dabei, von denen man auch nie was gehört hat, auch auf YouTube. Naja, dann gibt's immer so Sachen wie, keine Ahnung, hier, schmeckt total geil, aber man braucht 80 verschiedene Sachen, die man sowieso nicht im Kühlschrank hat oder irgendwo anders stehen hat. Oder man benutzt sie nur für dieses eine Gericht und dann nie wieder. Ein kompletter Schrunz. Nehmt euch einfach einen Toast, ein bisschen Schmelzkäse drauf, in die Mikrowelle rein und dann war's das. Und das ist fucking manly, das kann ich euch sagen. Aber ich glaube, die Erklärung dazu, die kam auch schon in dem Video vor diesem Video, davon mal abgesehen. Ah ja, wenn ihr eure Männlichkeit auf jeden Fall pushen wollt, Cheese Toast. Ist leicht zu machen und ist fucking awesome. So, wir haben übrigens ein richtig gutes Item im Item Room. Und zwar, PhD. Das ist quasi so ähnlich wie der Lucky Foot. In Blood Donation Machines geben, oder haben eine höhere Chance, glaube ich, 2 Coins zu droppen anstatt eine. Und, nur noch positive oder neutrale Pillen. Das ist ein Health-Up. Das ist zwar nicht das, was ich jetzt unbedingt wollte, aber ist okay. Aber mit, PhD lässt sich auf jeden Fall leben. Hier unten müsste eigentlich nach meinen Berechnungen der Secret Room sein. Und genau so sieht's auch aus. Leider nicht genügend für den Shop. Ganz knapp. Wir hätten sogar einen Key übrig gehabt. Und ich könnte auch reinschauen, aber nachher ist da die Candle drin und dann ärgere ich mich nur. Und von daher lassen wir das mal sprichwörtlich links liegen. Top Secret Room könnte theoretisch jetzt hier oben sein, aber wir haben sowieso kein Bömmchen mehr, von daher weiter runter. Get down. Ja, das kannst du auf jeden Fall schon mal knicken. Aber zumindest haben wir das Game, das Item schon mal gesehen. Das heißt, es kann schon mal nicht mehr als Boss-Item spawnen. Was mich natürlich sehr, sehr glücklich stimmt. Nachteil ist, wir haben PhD. Ich glaube, das ist ein Special-Item und das heißt, die Wahrscheinlichkeit für andere Special-Items ist geringer. Meines Wissens nach. Also, Pentagram oder so ist, glaube ich, schon mal relativ außerhalb unserer Reichweite. Genauso wie Polyphemus, denke ich mal. Wobei es ja bei Samson andersrum ist. Samson ist ja, startet mit einem Special-Item, der trotzdem eine höhere Chance auf Mom's Knife und Polyphemus und so einen Driss. Weiß ja nicht, wie das sonst normalerweise abläuft, aber ich glaube, wenn man ein Special-Item hat, dann ist die Chance geringer für andere Special-Items. Meines Erachtens nach. Aber ich bin ja auch weitestgehend kein Profi. Ich meine, gut, bisher bin ich noch in nichts reingerannt, aber das wird sich gleich ändern. Jetzt gerade, da ich es erwähnt habe. Kannst du eine Bombe droppen, vielleicht? Oh! Dankeschön dafür, wenn da der Small Rock noch drunter ist, dann... Dann wäre ich dem Game aber ziemlich verbeinig auf Isaac. Ah, schade, aber ist auch gut. Was haben wir denn hier? Besser als The Poop auf jeden Fall. Die Hourglass. Quasi Slow-Effekt. Wir könnten auch, normalerweise würde ich den Boss direkt fighten, aber da wir sowieso immer eine 100%ige Devil Room Chance haben, als weil wir eben überhaupt keine Red Hearts oder keinen Red Heart Damage nehmen können, ist es ja egal. Kann man das auch zum Schluss machen? Also Grund, warum ich eben den Boss immer relativ schnell gerne fighte, ist einfach der Grund,
Weil es ja sein kann, dass man sonst noch auf dem Floor eben Red Heart Damage nimmt. Und so ist es dann schon mal... Kann man dann ein bisschen entspannter durch den Rest des Floors gehen, wenn man den Boss schon gefightet hat. Aber wie gesagt, als ist es ja relativ latex, da man sowieso keinen Red Heart Damage nehmen kann. So. Lass ich mal... Need that Red Heart. Warum kann man eigentlich das Red Heart nehmen als... ist doch kompletter Schrunz eigentlich, weil warum würde ich das Red Heart nehmen wollen, wenn ich überhaupt gar keine hab? Oben oder unten? Oben. Ich wusste es. Irgendwie war mir das klar. Ausschlussverfahren for the win. Wen haben wir denn? Duke of Flies. Das ist machbar, definitiv. Vor allem mit dem Hourglass. Get loved. Aber nicht so viel auf einmal, bitte. Das geht auch netter, mein Lieber. Das ist das einzige Nervige an Duke of Flies. Wenn man noch keinen Damage up oder sowas hat, dann dauert das immer ein bisschen lange, der Fight gegen ihn. Wenn man sich auch noch um seine ganzen Minions eben hier noch kümmern muss und die halt auch dann viele Hitpoints haben. Beziehungsweise man drückt nicht genügend Damage. Deswegen kommt es einem vor wie eine halbe Ewigkeit, der Fight manchmal. Und keine Bomben. Okay, komm. Nur noch ein bisschen. Oh Gott. That's what she said. Nur noch ein bisschen. Yes. Okay. Da ist er direkt geplatzt bei dem Witz. So. Ich bräuchte eine Invincibility. Ich nehme alles zurück, was ich übrigens vorher gesagt habe. Ja, wir treffen den Nagel auf den Kopf. Aber diesmal nicht. Wenn ihr übrigens Invincibility habt, das heißt Unicorn Horn oder Book of Shadows, bestes Item für Kollegen, denn da wir ja nur Soul Heart Deals haben, könnt ihr einfach dann die Invincibility triggern oder auch mit Polaroid einfach kurz ins Feuer reinlaufen und dann bekommt ihr den Deal mit dem Devil for free. Das heißt, ihr müsst keine Soul Hearts bezahlen dafür. Komm schon. Mach mal keinen Driss jetzt hier. Aber ja, Pentagram natürlich, Damage up. Kann man immer gebrauchen. Finde noch ein Polyphemus. Und ein Mom's Heart vielleicht. Dann wäre es nochmal richtig geil. Also zwei ich glaube, es ist ein Special Item PhD. Und falls dem so ist, haben wir schon mal zwei jetzt bekommen. Was verdammt genial ist, aber auf jeden Fall noch ausbaufähig. Na komm. Einen Charge sollten wir eigentlich noch ready kriegen vor dem Boss Room. Was aber jetzt zum Glück schon mal nicht Mom's Foot ist. Ansonsten müssten wir jetzt. Also, ja gut, einen Devil-Raum verspielen wir sowieso. Oder wir skippen den sowieso, weil wir keine andere Wahl haben, weil es eben ein XL-Floor ist. Aber ja. Zumindest ist es noch nicht Depths, sondern nur in Anführungsstrichen Caves. Das heißt, somit sollten wir den Deal mit dem Devil relativ sicher haben, sag ich mal. Ansonsten bräuchten wir eben noch irgendeine Möglichkeit, um uns rauszuporten aus dem Marmfight eben. Und das ist ja auch nicht gesagt, dass das noch eintritt. Na, eintritt wegen Mums Foot. Okay, war nicht so gut. Okay, zwei extra Drops von den Kollegen. Von den farbigen. Really. Na komm. War das... Ja, genau das, was ich nicht brauche. But I appreciate the effort. Um mal schön hier im Denglisch zu bleiben. Oh Gott! Gut. Dann fehlt nur noch der Kollege links, der hier sollte eigentlich nicht mehr viel HP haben. Jawohl. Ist HP nicht eine Marke übrigens sogar? Ist mir gerade angefallen. Ich glaube ja. Oh yeah. Und wir... Wow! Wir one-shotten hier die Kollegen sogar. Das ist schon mal gut zu wissen. Und wenn jetzt... Meine Güte. Ist ja fast, als hätte man schon hier gerade das... Oh. Das Item, das in Rebirth kommt und das auch im Community-Remix dabei ist, also hier Champion-Belt, dass mehr Champion-Versionen von Mobs quasi spawnen. Sieht gerade schon fast so aus. Was haben wir denn hier? Natürlich.
Ich kann es mal kurz einsetzen, mal schauen, welchen Effekt wir bekommen. Wahrscheinlich irgendeinen schlechten. Ja. Called it. Nailed it. Und den Nagel hab ich noch nicht mal mitgenommen. Sucky, sucky. Den fände ich selber gar nicht mal schlecht. Wenigstens einer. So, einen Item Room haben wir definitiv noch vor uns. Außer ich gehe jetzt hier irgendwie vorher noch drauf. Was übrigens nicht im Plan steht. Aber es kann ja noch alles passieren. Man hat ja schon Pferdekosten sehen, wie wir alle wissen. So nicht. Nochmal ein extra Drop. Ja, dachte ich mir schon gerade. Wollte gerade schon sagen, Coin oder so wahrscheinlich. Kann ich mitleben. Wenn wir noch auf 15 kommen... Okay. Es ist eine Chance auf jeden Fall da für Greed im Shop. Aber falls wir auf genügend Coins kommen... Dann werde ich auf jeden Fall mal in den Shop reinschauen. Ist ein bisschen schade, dass man sich aus dem Shop nicht rausbomben kann, wenn Greed drin ist. Aber naja. Denn momentan, ich hätte schon gerne Red Tears. Aber wer nicht? Ich meine, weiße Tears wären auch super, von wegen entweder Polyphemus und oder Sacred Heart. Beides in Kombination wäre natürlich auch nicht schlecht. Vielleicht noch in Verbindung mit Marm's Knife. Um nochmal das alles zu alle Items zu erwähnen, die ich jetzt gerne hätte. Mal schauen, ob das Game in dem Fall auch gewagt ist, dies umzusetzen. Ich habe noch keine Orbitals, also wäre ich auch nicht abgeneigt, wenn wir jetzt irgendwie nicht Feminin, wie heißt er? Pestilence oder so fighten würden, also generell irgendein Horseman of the Apocalypse, einfach für ein Orbital ohne Zucker. Also sprich, Cube of Meat. Denn ein bisschen Protection, safer Gaming, ja, Cube of Meat oder generell Orbitals ohne Zucker sind ja quasi Kondome in Binding of Isaac. Es ist einfach sicherer. Und ja, das habe ich gerade wirklich gesagt. Gib Projectiles keine Chance. Sag ich da nur. Kann sprichwörtlich teilweise in die Hose gehen. On a roll, going on a roll. Selbst wenn man The Belt übrigens hier aufgesammelt hat, kann in die Hose gehen, definitiv. So, leider noch nicht den... Aber ich meine, gut, okay, es ist okay. Es ist vollkommen in Ordnung, dass wir noch nicht den Item gesehen haben. Wenn wir jetzt... das ist, glaube ich, sicherer. Wenn wir jetzt den D6 hätten, wäre das schon ein bisschen blöd, weil dann hätten wir einige Rerolls mittlerweile jetzt verschenkt. Mehr oder weniger. Aber so... So ist es nicht so schlimm, dass wir den Item Room noch nicht gesehen haben. Und generell, wir haben ja auch einen links oben schon gesehen. Rechts oben. Pardon. Na komm. Kleine schwere Nöte hier. Ich habe auch gar nicht drauf geachtet bisher übrigens, wie viele Räume wir letzten Endes brauchen, um einen weiteren Charge für den... für das Hourglass zu kriegen, aber da sollte ich vielleicht mal drauf aufpassen. Denn das weiß ich selber noch nicht, muss ich sagen. Denn Hourglass nehme ich eigentlich nie mit. Beziehungsweise wenn ich es finde, dann habe ich meistens schon ein besseres Item oder ich restarte. Deswegen ist es auch mal gut, hier mit einem Item zu zocken, mit dem ich normalerweise, das ich normalerweise sonst nie habe. Und ich habe versprochen, Shop ist eine Possibility. Aber ich glaube, das ist schon ziemlich... offensichtlich, glaube ich, dass da Greed drin ist. Den höre ich doch schon da keuchen auf der anderen Seite. Was haben wir hier? Ah, Bullspit. Hallo, Greed. Ja. Called it. Nailed it. Loved it. Na komm. Jetzt haben wir das Hourglass. Sicher. Safer Gaming. Was? Okay, dankeschön für 4. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ah, Gott, son of a fuck. Aber zumindest mit mehr Gold, oder Gold, mit mehr Coins rausgekommen als reingekommen. Und schon wieder hier ein extra Drop von dem Kollegen. Was hätte ich denn gerne? Auf jeden Fall ein Key wäre nicht schlecht eigentlich. Ein Key wäre gar nicht mal verkehrt. Ja, okay, gut. Room Drop, immerhin. Weiterer Coin, why not? Auch in Ordnung. Vollkommen okay. Ich will Mom's Knife oder irgendwie sowas. Oder Contacts oder sowas.
useless Item. Generell useless, meiner Meinung nach, und gerade wenn man auch ist, extrem useless. Noch uselessiger als useless. Haben keinen Small Rock leider. Könnte besser laufen, aber es ist okay. Es ist vollkommen okay. Hitpoint-technisch ist es nicht wirklich okay, aber ausbaufähig. Immerhin. Oh je, und ich sehe viel zu viele Möglichkeiten für den Secret Room. Wo war der Starting Room? Ich meine, der war irgendwo... weil ich glaube, der Secret Room ist nicht fünf Räume entfernt vom... innerhalb von fünf Räumen vom Starting Room aus müsste der immer sein. Das heißt, irgendwo hier, glaube ich, in der Region. Wahrscheinlich links unten da. Nehme ich mal stark an. Was war eigentlich da oben in dem Item Room, glaube ich? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas, was wir nicht gebrauchen können, glaube ich. Yep, definitiv. Na gut, die ersten Items, also ich meine, ich habe jetzt PhD und ich habe noch keine einzige Pille gesehen, was ein bisschen schade ist. Da könnte ja Balls of Steel durchaus dabei sein oder auch Health Up. Von beidem wäre ich nicht geneigt oder auch Tears Up. Keine Champion-Version? Natürlich die Champion-Version und dann auch noch die Flinke da. Nervig. Piep hat mich lieb, ich weiß. Das Dodgen bei dem, da tue ich mich manchmal immer noch schwer, aber ich glaube, der Kollege spawnt keine... Spawnt er überhaupt Gegner? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir gerade unsicher. Aber zumindest spawnt er keine, was schon mal gut ist. Ist lange her, dass ich einen normalen Piep quasi gefightet habe. Aber bei ihm piept es definitiv. Und leider kein Horseman, aber vielleicht jetzt im nächsten... Der nächste Boss vielleicht. Im nächsten Raum. Das war verdammt knapp. Oh Gott. Oh fuck. Das wäre vom Zero to Hero, wäre das quasi jetzt gewesen. Oh yes, baby. Oh, bitte. Nicht Puberty oder so ein Naja. Pestilence! Da ist er auch schon. Perfekt. Genau nach dir habe ich verlangt, mein Lieber. Hauen wir mal hier das raus. Und dann machen wir uns das Ganze auch noch ein bisschen leichter damit. Komisch, dass die immer jetzt mehr spawnen, wenn man das Hourglass einsetzt. Ich glaube, das wären normalerweise sonst nur zwei Spawns gewesen für ihn, aber... Na gut. Nehme ich zur Kenntnis. Ist notiert, mein lieber... Lieber Pestilence oder liebes Hourglass in dem Fall. Genau das habe ich gebraucht, liebes Game. Dankeschön dafür, Mythre. Anstatt Red Hearts haben wir die Chance, Soul Hearts zu bekommen. Hat nichts mit einem Bäumenkratzen zu tun oder so. Keine Sorge. Ich wollte es erst gar nicht sagen und er hat es bestimmt schon gemerkt. Ich dachte, vielleicht. Wie heißt es? Jetzt habe ich den Namen gerade vergessen. Sacred Heart? Maybe, baby. Gut. Dachte schon, ich treffe mich damit selber. Aber das war Schwachsinn. Oder auch blibla Blödsinn. Ja, das sind auch Kollegen übrigens, mit denen ich nie so richtig warm werde. Die mich irgendwie immer treffen. Obwohl ich es gar nicht geplant habe. Und? Really? Jetzt aber. Zeig, was du drauf hast. Ja, das ist okay. Das ist auf jeden Fall okay. Dachte immer noch an Small Rock, aber ist okay. Ist vollkommen in Ordnung. Liebes Game. Safer Gaming, liebe Freunde. Safer Gaming ist das Stichwort. Das war blöd.
Schön Damage mit dem Cube of Meat noch rausgehauen. Den sollten wir haben, jawohl. Jawohl, perfekt. Mehr oder weniger. Ich glaube, das ist ein 2-Room-Charge, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ja doch. Es ist also, Hourglass ist ein 2-Room-Charge-Item. Denke ich für the win wieder. Das heißt, nur 2 Räume müsst ihr clearen und dann habt ihr den Charge wieder ready. Oder wieder einen weiteren Charge für das Hourglass. Wenn Greed im Shop ist, dann war... Ah, das ist ja niedlich hier oben, oder? Das ist niedlich. Ein kleiner Larry Junior hier. Okay. Skeleton Key, oder Golden Key, besser gesagt. Ja. Battery, ne? Ist eine Battery. Nehmen wir mit. Ist Battery. Schnellerer Recharge fürs Baseball-Items quasi. Zu ihren Diensten. Oh ja, für die Kollegen ist es super. Hourglass. Nicht verwandt mit Eriko Iglesias. Macht doch nicht mal Sinn, aber okay. Gut. Alles klar. Na. Da haben wir schon wieder gerade den Charge gesehen. Also je länger wir, glaube ich, in einem Raum verbringen, desto mehr Charges bekommen wir oder so. Irgendwie so in der Art, ja. Vielleicht. Vielleicht. Es könnte sein, dass da was ganz Großes dahinter steckt. Man weiß ja nie. Ich dachte gerade, da wäre jetzt irgendwie auch der Secret Room irgendwie unterhalb davon. Dann hätte ich das quasi for free nehmen können. Aber naja. Ist zumindest ein regulärer Challenge Room und kein Boss Challenge Room. Okay. Schon mal sehr gut. Eventuell wieder genügend Kohle für den Shop auf dem nächsten Floor dann. Wobei da wahrscheinlich wieder Greed drin ist. Oh, gut. Das war gerade wieder mehr Glück als Verstand. So, was verbirgt sich hinter Tor 1? Ein Drecks-Item. Aber wir können es auf jeden Fall als kurzes Bömpchen verwenden. Da müssen wir schon mal keine Bombe jetzt hier einsetzen. Einfach mal auf gut Glück schauen, ob nicht eventuell hier der Secret Room Bock hat, sich zu erdreisten. Hat er. Hat. Na gut. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir irgendwas Keckes hier. Stars. Bringt uns direkt in den Item Room. Könnte im nächsten Floor auf jeden Fall von Nutzen sein. Na, ich glaube, wir gehen ganz komplett runter auf 0. Zu verlieren haben wir ja in dem Fall nichts. Und vielleicht bekommen wir auch nochmal schön eines meiner Lieblings-Items, nämlich den Crystal Ball. Leider nicht. Aber gut. So, dann geben wir mal hier das Ding. Und Audi 5000. Wobei ich Best Friend eventuell noch einen Charge geben könnte für den Challenge Room, aber... Na, Wayne. Wayne, liebe Freunde, Wayne. Das kriegen wir auch ohnehin, glaube ich. Ah! Ich hasse diese Kollegen. So, Boss dürfte nicht mehr allzu weit entfernt sein. Na, wirst du wohl. Aus! Verdammt! Das wäre gerade ein Wunder, glaube ich, gewesen, wenn ich das hier komplett ohne Damage überstanden hätte. Aber ich dachte mir, da war die Möglichkeit gerade. Leider nicht! Okay, kein XL-Floor. Trotzdem ist es gerade relativ groß irgendwie. Schön geräumt. Ah, okay. Also Greed kann schon mal nicht im Shop sein. Wissen wir, also haben wir vorher auch schon gewusst, dass er nicht drin war, aber jetzt ist es auf jeden Fall offensichtlich. Da wir hier unseren lieben Albino-Mafiosi haben. Glutoni. Finde ich gut. Dankeschön dafür, Glutoni. Dann fehlt mir eigentlich nur noch oder das ein oder andere Damage ab. Also sprich Red Tears, und dann bin ich eigentlich set. Eventuell wäre ich auch mit der Box zufrieden.
Falls wir die eventuell dann vom Boss kriegen sollten. Oder Mom's Context. Das ist, Mom's Context ist ein Item, das ist verdammt rar. Ich dachte mir eventuell schon, dass wir eventuell mal das Item Winra irgendwie in Binding of Isaac einführen sollten. Den fand ich gar nicht mal schlecht. Props. Aber ja, das ist wirklich ein Item, das finde ich so gut wie nie eigentlich. Und ich fände es schon cool, wenn sie das mal ein bisschen öfter zeigen würde. Ich meine, so Sachen wie Epic Fetus oder so oder und Mom's Knife, die also finde ich im Vergleich zu Mom's Kontext relativ häufig, sagen wir es mal so. Nicht, wenn ich aufnehme, da finde ich irgendwie so die Items, die ich gerne hätte, nie wirklich. Aber wenn ich so privat spiele, schon. Und ich habe, glaube ich, noch nie erlebt, dass ich mal in Depths One war. Zumindest nicht in der jüngsten Vergangenheit und immer noch mit Hourglass als Spacebar-Item unterwegs war. Na gut. Sehr nice. Sehr freundlich, Game. Sehr freundlich. ja. Oh, ich habe eine Idee. Wir haben ja hier eine Karte, mit der wir uns raus teleportieren können. Das heißt, wir bekommen quasi den Challenge Room for free. So oder so. One way or another. Leider ist die Tarotkarte, die andere, die ich noch hatte, obwohl es ist eine Temperance. Ah, war Poison Touch. Gerne doch. Ist ein Speed down. Aber das ist okay. Wir haben noch genügend Speed. Das passt schon. Und vor allem mit Polaroid Invincibility und Poison Touch ist schon eine gute Kombination. Definitiv. Da lässt sich definitiv mit arbeiten, ne? Geil. Genau den wollte ich jetzt sehen. Ah, Gott. Aber Hauptsache, es ist nicht die Champion-Version. Das wäre unhöflich gewesen. Das wäre einfach nur noch nervig. Monstro 2, die reguläre Version, die geht noch. Mit der kann man schon mal ein bisschen aus abhängen. Das ist auch irgendwie mein Hassraum in der Chest irgendwie, wenn man Monstro 2 Champion Edition doppelte Auffassung quasi hat. Das ist einfach nicht nett. Das ist einfach nur noch nervig. Das ist genau wie Gertie Juniors Champion-Version eben in verdammt schnell und verdammt nervig. Klingt wie ein schlechtes Film-Remake irgendwie. Jetzt noch schneller, noch nerviger. Coming to a theater this summer. Gut. The Box. Mit Ansage. Au. Oh. Oh, oh, oh. Oh, hört. Boah, Blue Baby, Relic, Balls of Steel. Sag ich dann nur. Pikant. Beste. Immer gut, wenn man eine Balls of Steel Pille als in der Rotation hat. Denn das ist quasi zwei Health Ups. Und damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten. Und im nächsten. Okay, ich habe noch kein Trinket gehabt, von daher. Why not? Bringt zwar eh nichts Rusted Key, aber Wayne. Wurde das eigentlich. Das habe ich im Chat auch schon mal gelesen. Als Bissnap hier einen Livestream hatte. Weiß irgendjemand, ob in Community Remix Rusted Key irgendwie gefixt wurde? Also macht das Trinket überhaupt irgendwas im Community Remix? Ich weiß nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Aber das ist quasi nur so ein. Das ist kein Wissen, das ist einfach nur geschätzt. Man kann ja auch nicht an alles denken, davon mal abgesehen. Ja. Ich glaube, das ist vertretbar, wenn man hier nochmal schön das Hourglass zückt. Lass es dir schmecken. Schön noch das Barrel mitgenommen. Nice. Diggity diggity double damage. Oh shit. Das war ein bisschen blöd, aber das war's wert. Einfach nur für den extra Damage, den auch der Kollege davon bekommen hat. So. Also wir haben jetzt Mythre und Relic. Also, ein sehr gutes Setup als, Und wie gesagt noch Balls, Balls of Steel in der Rotation. Also schon mal sehr gute News für uns momentan. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht allzu viel Schaden nehme und dann passt das Ganze auch. Dann ist das Ganze auch definitiv Profit.
Komm. Nice. Danke fürs Bodyblocken. Spacko. Na, mal schauen, vielleicht kriegen wir einen richtig geilen Drop irgendwie in der Mitte. So ein, wieder ein Golden Key oder sowas in der Art. Oder auch gar nichts. Gar nichts ist auch eine Möglichkeit. War das gerade ein Projektil von dem Kollegen? Ich glaube ja, ne? Ich habe das zwar keiner von. Na! Keiner von den Spikes, die mich getroffen haben, wollte ich übrigens sagen. Ja. Not worth it. Ein Key quasi für eine Bombe. Nee, definitiv nicht. Fuck off. Wer ist das? Fuck off. Und warum die immer zwei Tiers auf einmal schießen, wenn sie geslowt sind durch das Hourglass, daraus werde ich gerade auch nicht schlau, muss ich sagen. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Und anscheinend auch, wenn Gegner irgendwas spawnen, also wie Pestilence zum Beispiel, anstatt zwei spawnen zum Beispiel vier oder so, oder drei. Das scheint irgendwie ein kleiner Bug zu sein, habe ich so das Gefühl. Hourglass, when you think the normal difficulty is too pussy. Ja. Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Nicht an der Puppe zu schnüffeln, mein Lieber. Macht man nicht sowas. Abgesehen davon, selbst wenn sie uns berühren, wir haben ja immerhin Poison Touch. Also zumindest haben wir das schon mal als Vorteil für uns. Und ich hoffe übrigens, wir bekommen die High Priestess Card. Ich habe ja jetzt mittlerweile einen Glitch gesehen. Also jedes Mal, wenn ihr High Priestess einsetzt. War das High Priestess? Also der Mom's Foot quasi. Ihr benutzt die Karte einmal. Und sobald der Fuß wieder nach oben geht, kurz Escape drücken, wieder rein und dann quasi Pubstomp. Es stompt halt die ganze Zeit der Fuß. Das ist schon ziemlich cool. Das ist quasi Free Damage. Und damit kann man sich einige Fights generell jeden Fight eigentlich um einiges erleichtern. Ja, Shop macht gerade keinen Sinn und ich glaube, es ist Greed. Da bin ich mir gerade ziemlich sicher. Spiel mir das Greed vom Tod. Aber jetzt ist es definitiv eine Investition oder eine Chance, mal reinzuluken. Ja. Wie gesagt. Es ist geil, Recht zu haben, aber jetzt hätte ich gerne Unrecht gehabt. Da haben wir es wieder. 4 anstatt 2. Das ist eindeutig ein Bug mit dem Hourglass. Und hier 2 Tiers immer, ne, auf einer Stelle anstatt eine. Gacha-Game. Geh down jetzt, ich kann dich nicht mehr sehen. Und das Geld bringt uns eigentlich nur noch was für Arcades. Das heißt, wir können da eigentlich gut auf Fortune-Teller-Maschinen hoffen. Dass wir die nochmal zu Gesicht bekommen jetzt. Und dann vielleicht die bis zum Ende zum Erbrechen quasi spielen und dann vielleicht nochmal schön eine Crystal Ball rauslacken oder sowas. Das wäre nochmal richtig nice. Aber zumindest wissen wir jetzt, wenn ihr euch das Game ein wenig schwer erschweren wollt, Hourglass is the way to go. Definitiv. Ja. Ist ja eh nur ein 2-Room-Charge, von daher kann man da ja gerne sich schon mal ein bisschen ausleben. Plus, wir haben die Battery. Plus, das hat gerade nicht wirklich viel gebracht. Ja, zumindest haben wir genügend Zeit zum Dodgen dann. Ja, unser Damage-Output, lass mal kurz sehen. Das ist zwar eh nichtssagend, aber ja. Dennoch ist unser Damage-Output jetzt ziemlich bescheiden. Das einzige Damage-Up, was wir, glaube ich, bekommen haben bisher, ist der Pentagram. Was gut ist, das Item. Aber als einziges Item, der braucht schon noch ein bisschen mehr als das. Hint, hint. Ich verlange hier nach einem weiteren Special Item. Na gut. Infestation und Poison Touch. Und falls wir es schaffen sollten, eben Polaroid. Invincibility.
Also sprich, falls wir den Mom-Fight überleben. Und da haben wir zumindest schon mal eine Arcade. Können wir mal schauen. Vielleicht finden wir ja Curved Horn oder sowas. Was zumindest momentan dann noch. Temporär ein Damage-Up wäre. Na gut, Shops bekommen... Ach, verdammt. Na komm. Jetzt haben wir eventuell... Jawohl! Sobald eine Fliege da rauskommt, hat er die Chance, kurz rausgehen und hat er die Chance eben für... Oder auf eine Fortune-Teller-Maschine. Und genau das ist gerade passiert. Ich konzentriere mich mal kurz auf die Fortune-Teller-Maschine und lasse den Kollegen da unten mal links liegen. Tour of Hearts ist absoluter Schrunz. Das bringt uns definitiv nichts. Und mal schauen, vielleicht kriegen wir hier wirklich ein Item, mit dem wir was anfangen können. Ja, das ist so ein... Genau das wollte ich, dankeschön. Herrlich! Direkt das komplette Layout für den ganzen Floor. Hier runter auf 15. Einfach aus Prinzip. ja genau, das komplette Layout für den Floor und eine Chance auf entweder eine Tarotkarte oder ein Soulheart. Und gerade eben war es zumindest ein Soulheart. Und ich hoffe, das kommt noch ein paar Mal. Obwohl eine Tarotkarte Strength wäre super. Devil ist auch nicht schlecht, aber Strength wäre nochmal ein extra Soulheart. Wenn ich mich gerade hier recht erinnere. Okay. Vorbildlichst. Geradezu vorbildlichst. Let's do it. Ah ja, stimmt, wir haben ja keinen Damage, ich vergaß. Ach, großartig. Okay, das ist schon mal ein sehr guter Gegner. Den können wir momentan vermeiden. Der chased uns nicht. Okay, das sind gute Spawns. Das sind sehr, sehr gute Spawns. Ich kann mich nicht beklagen. Und solange die Fliege da oben schön weit entfernt bleibt, könnte sich das doch als gar nicht mal so schlecht erweisen, obwohl ich kaum Damage habe. Ja, okay. Sehr gut. Zwei Stars. Ah, oh, jawohl, ein Tier ist ab. Immerhin ein Tier ist ab. Und. Yes! Yes! Red Tears! Yes! Ha! Best Game ever. Und es ist gefreezed. Aber ist okay. Ist okay. Damit kann ich arbeiten. Best. Das ist schon direkt nochmal. Greed ist nicht im Shop. Also falls hier ein Shop wäre, besser gesagt. Denn wir sehen links einen Mini-Boss. Und das signalisiert uns schon mal keinen Greed. Aha. Okay. Und dann lass mal sehen, was du hier eventuell noch hast. Nice. Wir haben zumindest, also wir haben, das Einzige, was ein bisschen negativ ist momentan, ist, dass wir keinen Trinket, keine Orbitals ohne Zucker haben, aber, naja. Das ist eine neue Pille und das ist Speed Up. Why not? Aber ja, zumindest haben wir einen Orbital ohne Zucker und das ist schon mal besser als Yarnished. Was haben wir hier? Derishes. Ich habe noch keinen Bäcker irgendwie gesehen. Weil die können ja auch mal so kecke Sachen wie zum Beispiel eine Candle oder sowas spawnen lassen. Und da wäre ich definitiv auch nicht abgeneigt von. Na, gut.
Apropos. Ich könnte ihn auch in die Luft jagen und meine Devil Room Chance erhöhen, aber wir bekommen ja eh keinen hier, da es ein XL-Floor ist. Utoku XL. Okay. Oh, fast Damage genommen. Da wäre ich dem Game ein bisschen böse. Aber wenn man mit einberechnet, dass wir natürlich von dem Game auch jetzt Red Tears bekommen haben, ist es okay. Da wäre ich nochmal drüber hinweggekommen. Friends till the end? Naja, gut. Wen haben wir denn? Wen haben wir? Eklig. Ekelhaft. Vor allem mit diesen blöden Blöcken hier in der Mitte. Das ist nicht Minecraft, verdammt. Oh, pff, was? Bloat. Ernsthaft jetzt. Reiß dich mal zusammen. Ah, mein Gott. Ich glaube, das war, weil er uns nicht Na! Son of a fuck. Gut. Poison Damage. Also man kann sich, glaube ich, so platzieren, dass er einen damit keinen Schaden macht, aber quasi direkt im Stunlock ist die ganze Zeit. Aber ich weiß, ich habe keine Ahnung, wo man sich da platzieren muss dafür. Und das geht auch bei Monstro 2, aber... Wie gesagt, keine Ahnung, wo man sich da genau platzieren muss. Ist aber auch Latex, denn das kriegen wir schon hin. Ah, der soll irgendwo runtergehen, damit ich mich wieder hier hinter ihm stellen kann. Oh mein Gott. Range und Pierce up. Nice. Einmal was von allem quasi. Und ich glaube, in dem Raum könnten wir schon durch die Battery wieder einen weiteren Charge kriegen für den Crystal Ball. Na. So nicht. Gut. Schön Damage drücken. Okay, Damage-technisch sind wir zwar nicht ganz so gut weiterhin, aber... Wir haben immerhin Red Tears und das ist schon mal eine Sache, die von Vorteil ist. Und Monstro ist jetzt auch kein Problem. Ganz im Gegenteil. Aber so wenig Damage, wie wir hier in Lips drücken, kann ich mir gut vorstellen, dass das... Dass wir noch einen Charge von der Battery bekommen. Ah, fuck. Dammit. Poison Damage. Bombe, Poison Damage. Yes. Sehr gut. Ich habe Poison Damage schon mal gar nicht reinbekommen, ehrlich gesagt. Aber gut. The Damage has been done. Leider keine Bomben mehr, was ein bisschen blöd ist. Was ein bisschen bloat ist. Und ich sag mal so, eigentlich ist Cathedral keine gute Idee, aber ich mach's trotzdem. No, ohne Fun kein Spaß, wie wir alle wissen. Ach, verdammt. Nervig. Trotzdem bin ich dem Game weiterhin für Binding of Isaac. Ob der Items, die es mir in diesem Run hier entgegengeworfen hat. Also zumindest eben Relic und Mitre. Was einfach eine richtig geile Kombi ist für... Warum immer nur Nights? Warum nicht mal Days? Ich fand ihn gar nicht mal so schlecht, ne? Seht ihr vielleicht anders? Das würde mich auch nicht wundern, aber ich fand ihn schon gar nicht mal schlecht. Oh Gott! Ey, kannst du dich mal vom Acker machen? Sieh zu, dass du Acker gewinnst. Ja. Nice. Dankeschön dafür, Relic. Auf geht's. Achso, ich habe keine Bomben. Das stimmt, das ist richtig. Rechts oben, glaube ich. Oh Gott, kein Stunlock, shit. Stunlock, komm, Stunlock. Stunlock, yes. Okay. So kann ich mitarbeiten. Okay, den Charge kriegen wir auf jeden Fall auch ready. Da haben wir ihn auch schon. Für den Crystal Ball. Ja, ich lag richtig. Rechts oben. In so einem Kontext ist es geil, rechts zu haben. Love it.
Emperor, damit kommen wir direkt zum Boss. Werde ich hier noch nicht einsetzen. Denn... Okay, doch. Eigentlich wollte ich es für aufheben, aber die Frage ist, ob wir überhaupt so weit kommen. Das ist ja auch noch nicht gesagt, dass das ein Faktor ist, der auf jeden Fall eintreffen wird. Was wir auf jeden Fall machen sollten, wenn wir getroffen werden, und das wird definitiv eintreten, mehr als einmal, da bin ich überzeugt von, schnell reingehen, Poison Damage, leider haben wir keine Bomben, ansonsten würde ich sagen, Bomben noch mit rein und dann direkt wieder raus. Da werden wir zumindest den Poison Damage reinkriegen. Und stimmt, wir haben ja auch hier They Grow Inside. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Schaden bekommen, spawnen wir auch ein paar Fliegen. Kamikaze Flies. Bis jetzt läuft es gar nicht mal schlecht. Ich will es nicht beschreiben. Kaum sage ich's. War klar. Ah, fuck. Ja, ihr kriegt auch direkt schon mal hier ein bisschen Poison. Ah, fuck. Ein bisschen zu lange drin geblieben. Aber gut. Poison Damage haben wir trotzdem rausgehauen hier. Okay. Mein Gott, dieses Vieh hier, ne? Gerade das hier. Unglaublich. Okay. Empress. Sehr gut. Pops Crest. Nice. Mist. Ghost Baby. Monstrous Tooth Mist. Okay. Werde ich, glaube ich, drauf zurückkommen. Ah, komm, why not. Das Geld brauchen wir eh nicht mehr. Zwei Bomben sollte ich mir auf jeden Fall aufbewahren, um nochmal zurückzugehen dann. Also durch den Secret Room hier nochmal raus. Falls ich Moms Pet eben nochmal mitnehme, heißt es. Ich glaube ja. Ich glaube, das wird mir ein bisschen mehr bringen als im Fight als der Crystal Ball. I rub it. Falls wir davon was kriegen sollten, heißt es. Can you give me some of that? Sieht nicht so aus. Ich finde es übrigens gut gemacht in Rebirth, dass man eben, dass es kein Trinket mehr... Hallo. Yes! Oh, yes! Yes! Genau den Raum wollte ich. Yes! Oh, yes, baby. So nice. So nice. Bester Raum ever. Hat ihr schon mal von Sarkasmus gehört? Das ist ein geiles Zeug. Oh, mein Gott. Ich stelle mich doch auch gerade an. Oh. Das ist nicht jugendfrei, das kann ich schon mal sagen, ey. Holy Spit. Okay, Poison Touch können wir schon mal nicht mehr kriegen. Haben wir ja schon. Also von Kollegen Last hier. Und ja, gerade in so einem Raum ist er echt eine Last. Ah, Gott. Hated. Aber falls ihr den Raum, falls ihr das noch nicht beendet habt, übrigens den Satz. Was ich gut finde in Rebirth ist, dass eben Polaroid kein Trinket mehr ist, sondern quasi so ein Passiv, das man standardgemäß dabei hat. Und dass man vor allem auch Sheol machen kann und dann trotzdem noch die Chance hat, in der Chest oder in die Chest zu kommen. Das finde ich eine gute Sache. Ist definitiv eine gute Idee. Ja, ich glaube, ich bleib beim Book of Belial. Glutoni sollten wir trotzdem zum Schluss übrigens killen. Wir haben zwar schon sein Item bekommen, aber trotzdem kann es sein, dass er uns noch Health droppt. Deswegen weiterhin sollten wir versuchen, ihn als letztes zu killen.
Aber manchmal haben wir ja keine Macht drüber, wenn Wrath irgendwie eine andere Idee hatte, gehabt hätte. Ich zück nochmal das Book of Belial. Ja, genau deswegen, wegen fucking Greed. Der wird auch kein Freund mehr von mir, kann ich sagen. Nice, dankeschön. Kollege Glutoni. Kriegen wir im Bossfight eigentlich noch den Charge? Das ist jetzt die Frage. Fuck it, wir haben noch die Empress. Oder war Empress der Fuß? Nee, gut. Also lag ich richtig. The Onslaught of Tears. It hurts. Pretty much. Sieht gar nicht schlecht aus. Sieht gar nicht schlecht aus, Jungs. Das ist eine machbare Angelegenheit gerade. Yes, dankeschön. Ein bisschen war es Absicht, weil ich kam mit dem Druck nicht mehr klar, hier wirklich allen zu dodgen gerade. Moderation leidet, glaube ich, gerade ein bisschen, aber ich denke mal, das kann man mir nachvollziehen. Yes. Noch ist es nicht gewonnen, liebe Freunde. Noch ist es nicht gewonnen. Yes! Ach, das lief gar nicht schlecht. Das lief sogar ziemlich gut. Das verdanke ich allem natürlich euch. Ihr habt mir euren Skill zufließen lassen, weil ich selber keinen habe. Dankeschön dafür und auch danke an G's Toast. Bestes ever. Abgesehen von allem, was aus Asien kommt. Das steht nochmal eine Stufe über G's Toast. Aber ja. Das war ein Run. Ich hoffe, der Run hat euch gefallen. War ziemlich durchwachsen, was die Items angeht, aber zumindest haben wir Red Tears bekommen und das hat uns definitiv den Pulter gerettet. Übrigens, meine Stats kann ich nochmal kurz zeigen. Das sieht mittlerweile so aus, also doch ein bisschen mehr Mom-Kills als Deaths mittlerweile. Und natürlich komplett alle Secrets, alle Items, kennt ihr ja natürlich schon. Okay, das war ein Run mit ich hoffe, der Run hat euch gefallen. Mir definitiv, war wie gesagt durchwachsen, aber ich denke mal, das macht das Ganze auch ein bisschen attraktiver. Nicht so attraktiv wie eine Asiatin, aber das ist auch unmöglich. Aber ja, ich hoffe, der Run hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Run, wenn ihr denn wollt, wieder, liebe Freunde. Könnte sein, dass es Community Remix ist, kann auch sein, dass es Vanilla Binding of Isaac ist. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Run wieder, liebe Freunde.